Ja, so hat sich Angelo Balletta seinen Auftakt sicher nicht vorgestellt. Mit nur 4 Punkten aus den ersten 5 Spielen hat der FSV Frankfurt einen denkbar schlechten Start hingelegt. Damit steht der FSV aktuell auf einem Abstiegsplatz und ist weit von seiner Form entfernt aus der Vorsaison. Deshalb auch die klare Ansage von Balletta vor dem Spiel: Wir müssen gegen Mainz punkten. Doch das wird alles andere als einfach, denn die 05er stehen aktuell 8 Zähler vor dem FSV und damit an der Tabellenspitze. Und den Mainzern ist dieses Selbstbewusstsein sofort anzumerken. 4. Minute, schönes Zuspiel auf Paul Nebel. Der geht am ersten vorbei, lässt den zweiten stehen und schon steht es 0-1. Ein klasse Solo von Paul Nebel. Der ist gerade einmal 18 Jahre jung und stand in dieser Saison sogar schon 2-mal für die Profis auf dem Platz. Wohl dem, der in so einem Alter schon Bundesliga-Luft schnuppern durfte. Und die Mainzer wollen direkt nachlegen. Keine 3 Minuten später, das ist wieder Nebel. Aber diesmal fehlt es etwas an der Präzision. Den U19-Nationalspieler bekommt Frankfurt in der Anfangsphase überhaupt nicht in den Griff. Und es dauert fast 20 Minuten, bis der FSV selbst mal gefährlich wird. Das ist Mangafitsch, der scheitert an Mohn. Nachschuss von Sommer und wieder Mohn. Klasse Parade von Tristan Mohn. Der ersetzt heute den verletzten Stammkeeper Lasse Ries. Frankfurt wird jetzt immer stärker. Kurz vor der Pause Mangafitsch mit der Hereingabe. Und Sommer vergibt die nächste dicke Gelegenheit. Der Ausgleich wäre mittlerweile verdient. Die Nachspielzeit läuft schon. Nochmal die Hereingabe von der rechten Seite. Und in der Mitte Gottwald, wieder Mohn. Tristan Mohn mit einer bärenstarken ersten Halbzeit. Auch ihm hat Bartosz Gaul die knappe Halbzeitführung zu verdanken. Die Mannschaft von Angelo Balletta war vor der Pause eigentlich auf einem guten Weg. Doch nach dem Seitenwechsel sind es erst einmal wieder die Mainzer. Ballgewinn von Romario Rösch. Der sieht in der Mitte Leon Petel, der kann den Ball behaupten, setzt sich stark durch und verpasst nur ganz knapp das 0:2. Bartosz Gaul scheint in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Mainzer kommen mit sehr viel Elan aus der Kabine. Thomas Konrad mit einem Rückpass, aber der ist viel zu kurz. Endres hält den FSV im Spiel. Mittlerweile ist eine gute Stunde gespielt. Jetzt schafft es auch Frankfurt, sich mal wieder in der Offensive zu zeigen. Klasse Ball von Mangafitsch auf den startenden Jake Hurst. Im Duell mit Lukas Laux. Hurst mit dem Auge für Franjic. 1:1. Ivan Franjic mit dem erlösenden Ausgleich für den FSV Frankfurt. Aber das war auch wunderbar herausgespielt. Hörst verzögert genau im richtigen Moment und Franjic lässt Tristan Mohn dann keine Chance mehr. Die Mainzer sind mit diesem Punkt jedoch nicht zufrieden. Eine Viertelstunde vor dem Ende, Quirin scheitert am starken Endriss, legt dann aber zurück auf Rösch und der mit ganz viel Gefühl, Mainz ist wieder vorne. 76. Minute, die Gäste erholen sich schnell von dem Ausgleich und bringen den FSV wieder in Not. Balletta wirft in der Schlussphase nochmal alles rein, aber gefährlich wird es nur durch die Mainzer. Sabani an die Latte. Glück für Daniel Endres, der Nachschuss von Papela geht dann deutlich drüber. Es war die letzte Aktion eines umkämpften Rhein-Main-Derbys. Am Ende siegt Mainz auch dank eines starken Paul Nebel knapp mit 2:1. Der Negativlauf des FSV Frankfurt geht damit weiter. Daniel Endres mit seinem Fazit zu dieser Partie. Boah, schwierig jetzt Worte zu finden nach dem Spiel. Es war, ja, wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen, wie immer. Waren eigentlich sehr, sehr gut auch vorbereitet auf den Gegner. Dann kriegst du nach 4 Minuten das 1:0. Ist natürlich so der Plan so ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Ja, man kann der Mannschaft auf jeden Fall nicht abschreiben, dass sie nicht wollte. Wir haben es versucht, wir haben gemacht.
Ja, man hat gesehen, Mainz hat dort Qualität gehabt und hat es halt dann eiskalt auch ausgenutzt. Ja, irgendwie fehlt uns so ein bisschen der letzte Punch. Ja, wir müssen uns hart erarbeiten. Du, es bringt jetzt nichts so Trübsal zu blasen. Nächstes Spiel ist am Dienstag wieder. Und jetzt heißt regenerieren, neue Luft sammeln und dann am Dienstag nochmal oder wieder alles reinzuhauen. Wir kriegen nichts geschenkt in dieser Liga. Ich glaube, wir sind jetzt in vielen Spielen der Favorit gewesen, weil wir letzte Saison eine gute Saison gespielt haben. Aber wir sind jetzt wieder auf dem Boden. Wir fangen bei Null an und müssen jetzt wieder Schritt für Schritt machen. Die Mainzer hingegen sind schon wieder in Siegeslaune. Nach der ersten Niederlage am vergangenen Wochenende gab es heute die perfekte Antwort.